In dem heutigen Video werden wir uns einen Tarif von der Neue Leben Lebensversicherungs AG, und zwar das Strategieportfolio, ganz genau mal angucken. Ein Kunde, der auf uns zukam, hat uns ein Angebot vorgelegt mit der Bitte, das mal zu prüfen. Und das wollen wir hier in diesem Video mal gemeinsam vor der Kamera mit dir tun und dir zeigen, was du bei diesem Tarif alles zu beachten hast. Das heißt, wenn du ein solches Angebot auch vor dir liegen hast oder eben auch vielleicht durch einen Vertrag schon abgeschlossen haben solltest, dann solltest du dir dieses Video bis zum Ende ganz genau aufmerksam zugucken und vor allem bei unserem Fazit am Ende ganz genau hinhören. Mein Name ist David Happe und ich bin seit über 11 Jahren Experte für das Thema Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Geldanlage. Als Honorarberater helfen wir unseren Kunden dabei, ihre Geldanlagen und Finanzprodukte für die Zukunft vernünftig und richtig aufzubauen. Menschen kommen auf uns zu mit diversen verschiedenen Finanzprodukten, sodass wir mittlerweile mehrere tausend Verträge, Geldanlagen und Altersvorsorgekonstrukte geprüft, bewertet und mathematisch ausgearbeitet haben. Und das bringt uns auch dazu, dass wir behaupten können, wir kennen die Tricks der Finanzbranche, wir wissen, an welchen Hebeln man drehen kann, dass letztendlich aus einem gewissen Kapital, was jemand zur Verfügung hat, auf lange Sicht mehr wird als in den meisten Verträgen. Wie das konkret in dem Vertrag hier aussieht, bei der Neue Leben, das Strategieportfolio, das werden wir uns gleich gemeinsam mal angucken. Vorweg noch einige grundsätzliche Dinge. Wir werden in dem Video nicht auf die Details bzw. auf die allgemeinen Parameter zur Vorbereitung einer solchen Vertragsprüfung aus Zeitgründen eingehen können. Für dieses Thema, wenn du wissen möchtest, wie diese Vertragsprüfung angegangen wird bei uns und wie es objektiv und professionell möglich ist, Verträge für die Zukunft auch annäherungsweise zu bewerten, haben wir ein separates Video abgedreht, als aber auch einen Blogartikel geschrieben. Beides findest du unten in der Beschreibung. Wenn dich das tiefergehend interessiert, dann guck dir das gerne auch nochmal an. Ansonsten ist es so, dass wenn es um eine attraktive Altersvorsorge oder Rentenversicherung geht, es ist immer wichtig, dass in allererster Linie du einen Weg findest, wie du tatsächlich Rendite auch einsammelst. Bedeutet, du solltest darauf achten, dass du dein Geld so anlegst, dass nach Abzug von allen Kosten und sonstigen Faktoren auch wirklich noch Rendite bei dir hängen bleibt. Die meisten Finanzprodukte sind leider so kompliziert und teilweise auch unlukrativ aufgebaut, dass die Kundenrendite, also das, was letztendlich auf dein Geld am Ende noch hängen bleibt, leider nicht so hoch ist, sodass oftmals gerade mal so die Inflation ausgeglichen wird. Und das ist natürlich nicht Sinn der Übung, deswegen ist das A und O, dass du entsprechend Wege findest, wie du auch wirklich Rendite einsammelst. Und das ist auch der Grund dafür, warum wir uns in der Vertragsprüfung hier, sowohl in diesem Video als auch in vielen anderen Videos, wo wir schon Verträge geprüft haben, guck dazu gerne mal, bei YouTube haben wir diverse Verträge mittlerweile veröffentlicht. Das ist der Grund, warum wir uns eben überwiegend auf die Rendite, auf das Renditepotenzial einer solchen Vertragsprüfung beschränken. Darüber hinaus ist noch wichtig, dass wir hier natürlich nur ein Beispiel haben. Uns wurde hier ein konkreter Fall vorgelegt, den wir jetzt hier analysieren. Es gibt sowohl bei der Neuen Leben verschiedenste Parameter als aber auch verschiedenste Fonds, die sicherlich hier eingesetzt werden können. In dem Fall ist das jetzt letztendlich nur als Musterbeispiel für dich zu sehen. Das heißt, hieraus bitte keine konkrete Handlung in erster Linie ableiten, sondern vielmehr das Ganze als Orientierung sehen. Und wenn du das Ganze für dich mit deinen Details, mit deinem Vertrag individuell berechnet haben willst, kannst du dich gerne für ein kostenloses Erstgespräch bei uns melden. Geh dazu einfach auf unsere Homepage, findest du auch in der Beschreibung unten. So, und jetzt starten wir mal konkret in das Angebot, was wir hier vorliegen haben und gehen da mal die wichtigsten Parameter gemeinsam durch. Okay, also wir haben jetzt hier das Strategieportfolio, wie gesagt, von der Neue Leben Versicherung. Dann haben wir hier einen Beginn, der hier angesetzt worden ist, 1.10.2021 und einen Vertragsablauf 1.9.2047. Das heißt, wir haben hier 26 Jahre Vertragslaufzeit, wo hier der Max Mustermann, wir haben es natürlich anonymisiert, monatlich gerne 300 Euro einzahlen möchte, um seine Altersvorsorge, seine Rente aufzubessern. Dann haben wir hier einen Rentengarantiefaktor. Das ist wichtig, da komme ich im Fazit nochmal drauf zu sprechen. Und da geht es darum, wie viel Rente garantiert der Versicherer je 10.000 Euro Vertragsguthaben. Dann sehen wir hier einen Fonds, der ausgewählt worden ist, und zwar 100% der Beiträge sollen in diesen Fonds, in den Carmagnac Investment Fonds hier eingezahlt werden. Auf den gehen wir natürlich gleich auch nochmal ein. So, jetzt gucken wir nochmal weiter unten. Und da sind wir schon bei den Kosten, die auf der Ebene der Versicherung entstehen. So, einmal grundsätzlich.
Es ist so, wenn wir in eine hundertprozentige Aktienanlage, in einen Aktienfonds, wie es hier der Fall ist, investieren, dann haben wir eine sogenannte anzunehmende Marktrendite von im Durchschnitt 9%. Das ist aus wissenschaftlicher Sicht die durchschnittliche Marktrendite eines Aktienfonds. Und um es professionell und seriös für die Zukunft zu berechnen, können wir natürlich nicht die Rendite dieses Fonds für die einzelnen Jahre vorhersagen. Was wir aber machen können, ist, dass wir eine Grundlage von 9% auch für die Zukunft annehmen und alle Kosten und sonstigen Faktoren davon abziehen. Und das, was übrig bleibt, ist dann die realistisch zu erwartende Kundenrendite. So, und um diese Abzüge vornehmen zu können, müssen wir zum einen darüber sprechen, welche Abzüge entstehen durch die Versicherung, durch die neue Leben auf der einen Seite, als aber auch durch die Kapitalanlage, sprich durch den Fonds, die Fondskosten und weiteren Faktoren. Das gehen wir jetzt nacheinander durch, um am Ende im Ergebnis auf eine realistische Kundenrendite und damit auch auf einen Eurobetrag zu kommen, weil darum geht es ja am Ende. So, wenn wir jetzt mal hier die Kosten der Versicherung uns angucken, dann haben wir hier auf der zweiten Seite den Punkt Kosten. Und bereits vorbereitet haben wir hier folgende Kostenarten. Wir haben einmal die sogenannten Abschluss- und Vertriebskosten. Die stehen hier. Die belaufen sich auf 4% der sogenannten Bewertungssumme. Die Bewertungssumme ist der monatliche Beitrag von 300 Euro mal 12 mal Vertragslaufzeit, in dem Fall 26 Jahre. Davon 4% sind in Euro 3.744 Euro. Und diese Abschluss- und Vertriebskosten ist die erste Kostenart. Wir haben hier A stehen, das steht für Alpha-Kosten. Dann geht es weiter. Und zwar gibt es hier die sogenannten Beta-Kosten. Das sind Verwaltungskosten. In dem Fall steht hier für jedes Versicherungsjahr bis zum 1.10.2047, also von Anfang an bis zum Ende, jährlich 36 Euro. So, das entspricht 1% des Gesamtbetrags pro Jahr in Höhe von 3.600 Euro. Also 300 Euro werden monatlich eingezahlt, macht im Jahr 3.600. Und jedes Jahr nehmen die 36 Euro Beta-Kosten und das stellt im Verhältnis 1% dar. Darum haben wir hier 1%, wie es ja auch hier schon in den Klammern aufgeführt ist, an sogenannten Beta-Kosten. Und dann zusätzlich steht hier in diesem Bereich, zusätzlich nehmen wir im Fondsguthaben bis zum Rentenbeginn monatlich guthabenabhängige Kosten in Höhe von 0,04% des Fondsguthabens. Das sind 40 Cent je 1000 Euro. Klingt nicht viel, 40 Cent je 1000 Euro. Was heißt das jetzt auf Deutsch? Es ist so, dieser Kostensatz bezieht sich hier auf die monatliche Darstellung. Wir wollen erstmal den Jahresbetrag haben. Wenn wir das mal 12 rechnen, kommen wir im Jahr auf, hier steht es, Gamma-Kosten, so heißt diese Kostenart, von 0,48%. So, das heißt, jährlich werden 0,48% sogenannte Gamma-Kosten aus dem Fondsguthaben direkt entnommen. Auch das klingt jetzt vielleicht auf den ersten Eindruck nicht viel. Jetzt ist es aber so, wenn du einen solchen Vertrag hast, über viele Jahre einzahlst, dann steigt ja natürlich die Berechnungsgrundlage, auf der diese Kosten berechnet werden. Bedeutet also, auf einen immer größeren Berg, also immer ein immer größeres Kapital, werden diese ja, gleichen Kosten immer wieder neu berechnet, gleich in Prozent und in Euro macht das auf lange Sicht natürlich immer mehr aus. Ich denke, du kannst nachvollziehen, was ich meine, dass auf lange Sicht dieser Kostensatz natürlich einiges an Gebühr ausmacht. Wie viel werden wir gleich sehen. Hier unten ist nochmal der Hinweis, dass bei Zuzahlungen hier vor dem Rentenbeginn zusätzlich nochmal Abschluss als aber auch Verwaltungskosten anfallen. Also solltest du jetzt einen solchen Vertrag haben, du zahlst irgendwann mal beispielsweise 10.000 Euro dazu, fallen auf diese 10.000 Euro wieder neue Abschluss- oder zusätzliche Abschluss- und Vertriebskosten an, als aber auch diese 1% Beta-Kosten fallen auf diese Zuzahlung auch an. So. Alle Kosten, die ich jetzt gerade gesagt habe, werden aus dem Vertrag heraus entnommen. Das heißt, du bekommst in keinem Fall eine separate Rechnung, so wie man das sonst in diversen Dingen im Leben so kennt, wo man halt letztendlich eine Rechnung hat, die man bezahlt, sondern aus deinem Vertragsguthaben werden diese Kosten bezahlt. Darum ist es auch so wichtig, dass du vor Vertragsabschluss weißt, wie hoch die Kosten sind, weil letztendlich siehst du sie in der Form ja gar nicht wirklich, wenn du dich nicht wirklich intensiv damit auseinandersetzt, so wie wir das machen in unseren Recherchen und Prüfungen. So, jetzt gehen wir mal in den nächsten Aspekt, und zwar in die Fondskosten. Bei den Fondskosten springen wir hier in dem Angebot auf die Seite 8. Auf der Seite 8 sehen wir jetzt hier den ausgewählten Carmognac-Fonds, hier. Und hier können wir jetzt Folgendes erkennen. Dieser Fonds hat in diesem Angebot, so ist es hier aufgeführt,
laufende Kosten in Höhe von 2,12%. Das steht hier. Dann gibt es in diesem Fonds allerdings aktuell eine sogenannte Rückvergütung. Das bedeutet, Überschüsse, die der Fonds erwirtschaftet, gehen wieder an den Versicherer und der Versicherer wiederum überweist die wiederum dem Kunden zu. Das heißt, die Fondskosten, die wir jetzt hier aktuell haben, liegen nicht bei 2,12, sondern derzeit bei 1,37% pro Jahr. Die werden genau wie die Gammakosten auf ein immer größeres Kapital, auf ein immer größeres Guthaben jährlich neu berechnet. So. Es gibt allerdings einiges zu beachten. Diese 2,12, wenn wir jetzt mal in die wesentlichen Anlegerinformationen hier oben markiert, des Fonds gehen, können wir erkennen, dass der Fonds laufende Kosten nicht von 2,12 hat, sondern von 2,18. Das ist kein Fehler, sondern das liegt daran, dass diese 2,18, hier steht es am Rand, die laufenden Kosten basieren auf den Werten des vergangenen Geschäftsjahres zum 31.12.2020. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und schließen die an der Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren und Transaktionskosten nicht mit ein. Also, die Fondskosten schwanken. Das können wir hieran ganz gut erkennen. Das hier ist jetzt 2,18 bezogen aufs letzte Jahr, das Jahr 2020. Und den Wert, den wir eben hatten, ist letztendlich der aktuelle Wert zum jetzigen Zeitpunkt September 2021. Das heißt, die Fondskosten haben eine gewisse Schwankung. Als Kunde wirst du darüber nicht informiert, geschweige denn gefragt, ob das für dich in Ordnung ist, sondern du kannst letztendlich nur nach dem Ablauf eines Geschäftsjahres dich darüber informieren, aus Eigeninitiative, wie hoch die Kosten denn jetzt waren. So. Das heißt, wir können letztendlich hier nicht mit Gewissheit die Kosten für die Zukunft, für die 26 Jahre exakt vorhersagen. Wir müssen mit einem Durchschnittswert arbeiten. Und deshalb arbeiten wir auch mit der kompletten Rückvergütung und gehen davon aus, dass diese Rückvergütung, die hier aufgeführt ist, für die gesamte Vertragslaufzeit auch weiterhin gezahlt wird. Die kann natürlich mehr ausfallen, die kann aber auch geringer oder komplett ausfallen. Dann haben wir hier noch eine an die, Moment, in dem Bereich eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr. Einige Fonds haben sogenannte Performance-Fee-Gebühren. Das heißt, wenn besonders hohe Renditen erwirtschaftet werden im Vergleich zu ja, teilweise selbst gesteckten Benchmarks, so heißt es, werden zusätzliche Gebühren fällig. In dem Fall ist es so, dass die Gebühren im letzten Geschäftsjahr hier nochmal bei 2,32% lagen. Das ist verhältnismäßig viel. In dem Fall gehen wir auch davon aus, dass diese Gebühr nicht jedes Jahr auf dem Niveau so hoch ist und dementsprechend haben wir diesen Kostensatz für die Zukunft zwar nicht komplett weggelassen, aber wir haben ihn hier wohlwollend reduziert auf im Schnitt 0,5 pro Jahr. Also ich fasse die Fondskosten jetzt nochmal zusammen. Wir haben die 1,37%, die wir jetzt hier stehen haben, für die Laufzeit komplett durchgehend als Kostensatz der Fonds angesetzt. Die weiteren Faktoren, die wir berücksichtigen müssen, die eben die Marktrendite beeinflussen bzw. deine Kundenrendite negativ beeinflussen, sind die eben erklärten 0,5%, die wir hier bei der Performance Fee annehmen, 0,5% pro Jahr im Durchschnitt. Dann haben wir die Transaktionskosten, die dieser Fonds mit sich bringt, die sind auch variabel und nicht jedes Jahr gleich. Die können von 0,2 bis über 3% pro Jahr gehen. Die sehen wir auch hier aufgeführt. Transaktionskosten in diesem Bereich, die gehören mit zu den Fonds und müssen ebenfalls erfasst werden. Die stehen hier mit 0,25, das ist verhältnismäßig wirklich wenig. Wir gehen davon aus, dass es auch nur auf dem Niveau bleibt, beziehungsweise nehmen das einfach nur an. Das heißt, wir haben hier in den weiteren Faktoren die 0,25 Transaktionskosten. Dann haben wir ermittelt, dass der Fonds immer einen gewissen Teil des Kapitals, was er verwaltet, des Vermögens, in der Cash-Reserve hat. Das heißt Geld, was er eben auf der Seite hält und nicht anlegt. Das im Umkehrschluss keine Rendite für dich bringen kann. Und das müssen wir, weil ja ein Teil deines Geldes, wenn du hier einzahlst, eben dann nicht für dich arbeitet, sondern liquide auf der Seite liegt, nicht angelegt ist, bringt im Umkehrschluss einen Renditeverlust.
Und das müssen wir berücksichtigen. In dem Fall liegt auf längere Sicht gesehen die sogenannte Cash-Rücklage dieses Fonds bei im Durchschnitt 5%. Das heißt, 5% des Vermögens, was der Fonds verwaltet, auf längere Sicht ist nicht angelegt und bedeutet im Umkehrschluss eine Reduzierung der Rendite. Das haben wir errechnet und macht einen Einfluss von 0,43% pro Jahr aus. So, und zu guter Letzt ist es letztendlich so, dass wir hier über einen aktiv gemanagten Fonds reden. Das heißt, ein Fondsmanager entscheidet regelmäßig, in welche Aktien er investiert, schichtet das Geld immer wieder mal um. Und das hat zur Folge, dass er natürlich nicht überall investiert ist, sondern aus seiner Sicht Entscheidungen trifft, die manchmal natürlich auch eben im Nachhinein betrachtet nicht richtig waren. Und diese sogenannten verpassten Renditen durch falsche Anlageentscheidungen bringt bei manchen Fonds, sorgt das dafür, dass die Rendite komplett vernichtet wird in einigen Jahren. Bei anderen kann es auch mal wieder gut gehen. Im langfristigen Mittel, das ist wissenschaftlich hundertfach bestätigt, wird letztendlich nicht diese 9% Marktrendite durch diese Strategie abgeholt, sondern bei den allermeisten Fonds ist dadurch ein gewisser Verlust da und den setzen wir hier mit 0,5% sehr gering ebenfalls nur an. Machen wir einen Strich unter diese zusätzlichen Faktoren, die ich jetzt hier aufgeführt habe, ergibt sich in Summe 1,73%, die wir pro Jahr in die Bewertung hiermit berücksichtigen müssen. Auch wenn es keine echten Kosten sind, sind es dennoch negative Einflussfaktoren, die wir hier entsprechend mit einkalkulieren sollten, weil sie mit einer gewissen Bandbreite so oder so ähnlich jedes Jahr irgendwo anfallen. Diese zusätzlichen negativen Faktoren, die ich jetzt gerade erklärt habe, das war wirklich nur die Kurzversion. Wenn du das Ganze in detaillierter und genauer haben möchtest, verweise ich nochmal auf den Blogartikel und auf das Video, was ich unten in der Beschreibung entsprechend verlinkt habe, wo du dann nochmal genauer das Ganze nachvollziehen kannst, wie wir auf diese Werte kommen und was da im Detail dahinter steht. Wir werden jetzt mal in das Fazit gehen, in das finanzmathematische Gutachten, was wir konkret zu diesem Angebot von der Neue Leben erstellt haben. So, wir haben jetzt hier ein finanzmathematisches Gutachten, wo wir alle Parameter, die ich eben gesagt habe und vorgelesen habe, aus dem Angebot eingebaut haben. Das heißt, wir haben den Monatsbetrag, wir haben die Laufzeiten, wir haben das Eintrittsalter des Max Mustermann in dem Fall hier, 41 Jahre. Dann haben wir gesagt, wir haben hier einen Fonds mit einer 100%igen Aktienanlage. Dann haben wir hier die 9% Marktrendite, die wir hier finden. Dann haben wir die Fondskosten mit Unterstellung einer dauerhaften Rückvergütung auf dem Niveau, wie es aktuell der Fall ist, von 1,37%. Dann haben wir hier die 1,86 durch die sonstigen negativen Einflussfaktoren, die sich hier wie aufgeschlüsselt zusammenführen aus der Performance Fee, den Transaktionskosten, dem Renditeverlust durch das aktive Management und den Cashlock-Kosten. Dann haben wir hier die Gamma-Kosten, die wir aus dem Vertrag von der Neue Leben entnommen haben, die Abschlusskosten als aber auch die Beta-Kosten. So. Und im Ergebnis haben wir jetzt hier in der Gesamtübersicht auf einer Seite Folgendes. Und zwar, der Max Mustermann zahlt 300 Euro über 26 Jahre ein. Das heißt, in Summe hat er ein eingesetztes Kapital in Höhe von 93.600 Euro. Er hat in diesem Tarif nach unseren Vorgaben bzw. Annahmen, die wir hier berücksichtigt haben, die ich gerade erklärt habe, einerseits Kosten der Versicherung in Höhe von 13.395 Euro, als aber auch sonstige Kosten der Kapitalanlage, also sprich die Fondskosten, als aber auch die weiteren Faktoren in Höhe von über 56.000 Euro. Beides zusammen knapp 70.000 Euro Gesamtwert, der letztendlich in diesem Finanzprodukt drinsteckt. Du stellst dir jetzt vielleicht die Frage, wie das sein kann, wenn man 93.600 Euro einzahlt und fast 70.000 Euro Belastung in so einem Vertrag drin hat. Das Prinzip ist so, dass das Geld natürlich sich trotzdem entwickelt und eine gewisse Verzinsung da ist. Aber der Block, der an Kosten und Faktoren hier drin hängt, auf lange Sicht eben einen ordentlichen Betrag ausmacht. Jetzt gucken wir uns aber mal an, was trotzdem am Ende realistisch noch zu erwarten ist. Und das sind in dem Fall 172.000 Euro, die hier letztendlich trotz allem noch am Ende realistisch aus diesem Vertragskonstrukt zu erwarten sind. Und daraus ergeben sich jetzt mehrere Möglichkeiten.
Wenn du als Inhaber eines solchen Vertrages exakt mit diesen Werten unterwegs bist, hast du hieraus entweder die Option zu sagen, du lässt dir alles einmalig auszahlen. Wir haben jetzt hier gewisse steuerliche Parameter unterstellt, die können bei dir ein bisschen anders sein. In dem Fall ist es hier so, dass wir hier eine Nettoauszahlung von 163.000 Euro erwarten dürfen. Klingt im Verhältnis zu den 93.000 vielleicht nicht schlecht. Jetzt müssen wir aber berücksichtigen, wie viel hat denn nach Abzug von Inflation in 26 Jahren haben denn die 163 noch an Wert? Was kannst du dafür kaufen? Wie viel bekommst du dafür? Die Inflation dürfen wir nicht vergessen, die beträgt im Durchschnitt auf lange Sicht ungefähr 2%. Das ist auch das, was die EZB langfristig anstrebt. Und jetzt haben wir das mal errechnet, wie viel sind denn 163.000 in 26 Jahren noch wert? Und wir kommen auf einen Wert von 103.000. Das heißt, kaufkraftbereinigt sind es, wenn du dir das einmalig auszahlen lässt, am Ende nur 103.000 Euro. Also gar nicht so viel mehr als das, was du eingezahlt hast. Wenn du jetzt sagst, okay, dann nehme ich halt die Rentenoption. Können wir machen. Auch das haben wir errechnet. Wie viel Rente kommt hier raus? Gemäß dem garantierten Rentenfaktor, auf den wir uns verlassen können bei dem Angebot, ergibt sich eine Rente pro 10.000 Euro von 20 Euro irgendwas. Das hatten wir ganz am Anfang. In Euro haben wir es hier genau errechnet. Es sind knapp 350 Euro, die hier monatlich als Bruttorente rauskommen. So. Auch da machen wir mal den Gegencheck. Und zwar sagen wir mal, wie lange müsstest du diese gut 350 Euro Rente bekommen, damit du genauso viel erhalten hast, wie wenn du die Einmalzahlung nimmst. Diese 172.000. Die sind ja brutto, die Rente ist auch brutto. Das haben wir ins Verhältnis gesetzt und kommen auf einen Wert von knapp 42 Jahren. Das heißt, du müsstest knapp 42 Jahre diese Rente beziehen, damit du mit der Rentenoption genauso gut gefahren bist, wie mit der Einmalzahlung. Das heißt, wenn du mit der Rentenoption besser fahren willst, musst du länger als 42 Jahre das Ganze beziehen und damit länger als oder älter als 109 Jahre werden. Also beides nicht wirklich so ganz sinnvoll und nicht ganz so das, wahrscheinlich das, was du dir vorstellst. Doch wie sieht jetzt die Lösung aus? Was könnte man jetzt aus unserer Erfahrung nach besser machen? Es gibt Möglichkeiten, sowohl die Kosten auf der Ebene der Versicherung als auch auf der Ebene der Fonds, als aber auch, ganz wichtig, der negativen Einflussfaktoren zu reduzieren. Und wenn wir jetzt mal diese Kosten, die hier drin sind, in Summe haben wir ja hier eine Belastung von fast 70.000 Euro. Wenn man die jetzt halbiert, und das ist durchaus möglich, und wir jetzt hier ungefähr 35.000 Euro Belastung einsparen, kannst du dir vorstellen, dass auf lange Sicht 35.000 Euro mehr rauskommen, bei sonst grundsätzlich gleichen Annahmen? Und da letztendlich diese 35.000 an Ersparnis über die Zeit entsteht, bleibt ja grundsätzlich immer mehr Geld im Topf, als es hier der Fall ist. Das heißt, du hast am Ende nicht 35.000, sondern auf diese 35 auch noch eine gewisse Verzinsung. Und dann reden wir mal schnell von einigen Zehntausendern, die du bei gleichem eingesetzten Geld, was du zur Verfügung hast, am Ende mehr raus hast. Und dann sieht natürlich die Betrachtung der Einmalzahlung als aber auch der Rente ganz anders aus. Und das sind erfahrungsgemäß Hebel, an denen wir drehen können, wo am Ende aus deinem vorhandenen Budget, was du für deine Altersvorsorge dir gesetzt hast und dir gut leisten kannst, wir oftmals mehr rausholen können als das, was im Vertrag, den du gerade vor dir liegen hast, der Fall ist. Und wenn du wissen willst, wie das geht, dann kannst du dich zu einem kostenlosen Erstgespräch bei uns melden. In diesem Gespräch werden wir deinen Vertrag analysieren, du bekommst direkt ein Feedback und wir werden prüfen, wie hoch das Potenzial bei dir ist, was wir aus der Erfahrung mehr bei dir rausholen können. Und werden dir das auch ganz genau erklären. Wenn du das möchtest, geh auf unsere Homepage www.tappeconsulting.de, informier dich über uns und dann buche einen kostenlosen Ersttermin und guck dir das kurze Video an, in dem ich dir nochmal erkläre, dass es wichtig ist, dass du in dem Formular ein paar Angaben machst, damit wir uns auf das Gespräch mit dir vorbereiten können. Klick dich da einfach durch, ist ganz einfach, dauert 2 Minuten und dann buch dir einfach in dem Kalender einen kurzen Termin und dann werden wir gucken, ob wir auch dir helfen können. Ich freue mich auf dich, dein David.